Oh mein Gott, Leute, wir spielen heute ein 1000-Euro-Hacker-Hide-and-Seek in Minecraft. Leute, heute werden wir unsere ganzen YouTube-Freunde pranken, Leute. Und zwar werde ich denen erzählen, die können 1000 Euro in Minecraft heute gewinnen. Aber was sie nicht wissen, und zwar habe ich hier auf der gesamten Hide-and-Seek-Map Kameras installiert, Freunde. Haha, guckt euch das hier mal an. Keiner von den anderen YouTubern weiß Bescheid. Ich werde die jetzt hier gleich auf den Minecraft-Server holen. Und dann denken die Paulberger, die können hier 1000 Euro verdienen, Leute. Und natürlich werde ich aber alle finden, weil natürlich alles mit Kameras ausgestattet ist, Leute. Also lasst dafür ein Like und ein Abo da und let's go. Und heute mit dabei hier richtig viele YouTuber. Einmal Candy, was geht ab? Was geht, YouTube? Dann ist da noch Ente. Was geht? Und Abir. Was geht ab? Hinter mir stinkt's. Okay, Wife. Was geht? SU. Hey, I cry Max. Dann ist da noch Flauschi. Flausch, Flausch, ja. Russig. Was geht ab, Mann? Und niemand nennenswertes. Okay. Nee, natürlich noch Alphastein. Leute, ihr habt jetzt die Chance auf 1000 Euro für den Gewinner. Also versteckt euch besser gut hier auf der Among Us Hide and Seek Map. Let's go. Ihr habt jetzt 2 Minuten Zeit. Ja. Was ist los, Anja? Ich verrate. Ich würde einfach raten für Geld. Sag's dir nur. Okay, gut zu wissen. Na gut, Leute. Also jetzt werden sich die anderen erstmal verstecken. Die haben jetzt 2 Minuten Zeit, um sich zu verstecken, Leute. Aber was die anderen YouTuber nicht wissen, Leute. Wir werden heute hacken. Und zwar habe ich mir hier so eine Kameras besorgt, Leute. Ich habe hier so eine Kameramod installiert, weil ich will natürlich nicht 1000 Euro verlieren. Und deswegen, Leute, schaut mal, was ich hier hinten installiert habe. Das hat keiner von den anderen Bubis gesehen, Freunde. Lasst dafür mal ein Like und ein Abo da. Wir können jetzt hier nämlich einfach reingehen. Und jetzt haben wir hier so eine Kameras, Leute. Guckt euch das mal an. Wir können jetzt hier richtig krass hacken. Wir können hier durch die ganzen Kameras hier auf der Map gehen und gucken, wo die anderen sich hier befinden, Leute. Ach, guck mal, da zum Beispiel läuft Ente. Okay, sehr interessant, ja. Ente ist wohl da hinten, Leute. Also den können wir da gleich schon als erstes finden. Mal gucken, wo der sich gleich versteckt. Flauschi hier in der Küche drin. Leute, wir werden einfach direkt die ganzen Verstecke rausfinden. So, okay. Ente, Flauschi haben wir schon mal gesehen. Aber warte mal, wo sind eigentlich die ganzen anderen? Ich meine, da sind ja noch einige weitere YouTuber. Okay. Hä? Leute, wo sind alle anderen? Oh, da ist Alphastein. Alphastein auch hier in diesem Hauptraum. Geht hier oben hin. Okay. Oh, Leute, guck mal, da hat einer einen Holzskin reingemacht. Ja, weil die anderen können hier nämlich auch so eine Hacker-Skins aktivieren. Das habe ich ganz vergessen noch dazu zu erwähnen. Und Candy auch. Also die anderen waren da in diesem Hauptraum drin gewesen. Okay, wir gucken mal. Da unten läuft noch a Wife rum. Ja, sehr interessant, Leute. Oh, guck mal. Ey, wir wissen doch, wo Amir steckt. Der ist da in die Tür reingegangen. Okay, und Russig ist auch da. Ich werde jetzt mal sagen, dass es gleich losgeht. Also Leute, ihr habt jetzt noch 30 Sekunden Zeit. Easy. Ich bin versteckt. Okay, sehr gut, das freut mich. Na, habt ihr alle gute Verstecke? Ja, oh, absolut. Sekunden, Junge. Aha. Okay. Na gut, also ich würde sagen, jetzt alle verstecken. Es geht jetzt los in 3, 2, 1 und ich komme jetzt, versteckt oder nicht. So, Leute, wir starten hier direkt rein. Okay, wir gucken mal, was natürlich die anderen nicht wissen. Hä, Candy, hast du hier gerade ein Geräusch gemacht? Hallo? Ey, Leute, Candy. Ja, ich erkenne dich doch hier. Candy will mich hier ein bisschen irritieren. Gib mir meine 1000 Euro! Nein, du kriegst keine 1000 Euro. Oha, hier gibt es auch richtig krasse Hide-and-Seek-Verstecke. Ey, Alfie will mich sabotieren. Ach, okay. Das hier übrigens die Among Us Raumschiff-Map, falls dem einen oder anderen das aufgefallen ist. Verstecken, ey, nicht herumlaufen. Aha, okay. Ihr sabotiert uns alle. Leute, ich bin jetzt mal hier kurz. Ja, ich will die 1000 gemutet. Euro, Leute, was denkt ihr denn? Ich habe mich mal gemutet, weil wir wissen natürlich auch schon, wo einige sich befinden, dank den Security-Kameras da oben. Ey, so, Max. Okay. Ja, Candy, na? Ich werde mir von den 1000 Euro, weißt du, was ich mir kaufen werde? Was denn? Ganz viel Paulberger Limo! Oh, Ehrenmann, das ist gut, das kannst du gerne machen. Ich will, dass Candy gewinnt. Ich werde mir... da vorne, dreh dich um, das links. Ey, hör auf! Hä, ihr seht mich doch hier noch gar nicht. Aber, ja, wer weiß, mal schauen, wann ich hier den ersten finden werde. Bro, 1000 Euro werden so easy. Mein Versteck, Real Talk, 9 von 10. Ich glaube, es wird sehr schwer, dass du mich findest. Okay. Ich hab 10 von 10. Alter, oh mein Gott, wie schlecht. Ja, du bist da oben sehe ich doch schon den ersten. Ich musste meinen Platz nochmal wechseln. Da oben sehe ich doch schon den ersten. Ich weiß zwar nicht genau, wie er da reingekommen ist. Russig! Hey! Russig, du bist raus! Ja.
Russik, du kannst an den Start gehen oder den Server verlassen. Du kriegst auf jeden Fall keine 1000 Euro heute. Alter, was soll das denn? Du musst das Raumschiff verlassen. Du bist raus. Ja, okay. So. Nummer 1. Nein. Okay, Russik haben wir schon mal gefunden. Wie viele sind wir heute überhaupt insgesamt? Wie viele muss ich hier finden? 10. Was? Nein, wir sind nicht 10. Kann mal einer zählen hier? Ja, wir sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute musst du finden. Oha, und wir haben erst einen. Das ist auch wirklich unmöglich. Das ist auch echt groß, die Map hier. Na egal, wir gucken mal weiter. Wir gucken mal weiter, Leute. So, zack. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ich glaube, hier gibt es echt ein paar krasse OP-Verstecke, Leute. Aha. Das stimmt. Wir gehen mal weiter. Oh, was ist das denn hier für ein Raum? Aha, aha, aha. Guck mal, hier sind so Klappen, die man aufmachen kann. Hast du Klappen gesagt? Wie komme ich denn hier wieder raus? So. Ach, Essio, du warst ja auch ganz schön ruhig hier die ganze Zeit. So, oh. Leute, ich hätte gedacht, da wäre jemand drin. Hm. Okay, okay. Na gut. Aber ihr müsst natürlich an der Stelle bleiben. Ihr dürft euch nicht wieder... Hallo! Hey, alter Ente! Oh mein Gott, er hat so voll den dunklen Skin. Ich habe ihn kaum gesehen. Ente, du bist raus! Leute, kann jemand übersetzen, was Alphastein sagt? Weil ich verstehe ihn nicht. Junge, verstehe sehr leise. Das war aber echt ein krasser Skin von Ente. Das war echt ein krasser Skin. Ich habe den wirklich kaum... Ich wollte schon weglaufen wieder, weil das in so einer komplett dunklen Ecke war. So. Okay, wir gehen weiter. Ich verstehe kein Wort, was Alpha stellt. Ich glaube, der ist traurig, dass Ente gefunden wurde. Ah, okay, okay. Gut, danke für die Übersetzung, Bro. Okay, das waren jetzt schon mal zwei weniger jetzt hier. Gucken wir mal hier hinten. Zack. Okay, na, war ich hier schon jemanden... Das war knapp, Max. In der Ach, der Army will hier seine Mindgames machen. Aber obwohl, hier sind so ein paar Jump-and-Run-Dinger. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das ist Alphastein. Ich glaube, das ist Alphastein. Warte mal, guck mal, hier sind so eine Türen. Da schauen wir mal rein. Ah, Lukas! Ey, Bro! Leute, das haben wir jetzt auf der Kamera schon gesehen. Ey, aber ganz kurz. Okay, hat alle geöffnet. Oh mein Gott. Ey, Lukas, du bist ja jetzt hier raus. Deswegen, ich will dir mal ganz kurz eine Sache sagen. Und zwar, guck mal hier in die Ecke. Was siehst denn du da? Guck mal, da oben in der Ecke. Oh mein Gott. Was? Aber das darfst du jetzt hier nicht verraten, den anderen. Junge, du kleiner 31. Was war denn da? Okay. Kannst du erzählen, was du da gesehen hast? Nee, aber warte. Ich such dich. Ich muss dich eine Sache fragen. Ach ja, Lukas. Warte. Aber darf keiner hören, Moment. Ja. Hast du mich von Anfang an jetzt gesehen, oder was? Bro, natürlich habe ich dich von Anfang an mit der Kamera schon gesehen. Junge, du kleiner 31. Bro, aber ich sag's mal so, Lukas. Wenn du mir einen verrätst, dann könntest du dich vielleicht sogar nochmal absichern. Bro, ich hätte dir Russack verraten können, weil der hat das Versteck eigentlich gefunden. Ah, aber sonst, ich habe keine Ahnung, wo jemand ist. Lukas, dann musst du das Raumschiff verlassen. Tauche ein in die Welt von War Thunder, dem umfassendsten Kampffahrzeugspiel aller Zeiten. Mit über 2000 detaillierten Fahrzeugen, die dich mitten ins Gefecht begleiten. Du kannst hunderte von Tarnmustern und Dekorationen entdecken. Und dank der 4K-Auflösung werden die Schlachten auf jeden Fall richtig krass, Leute. Und all das in einer Spielwelt, die sich über ein Jahrhundert erstreckt. War Thunder hat mich nicht nur mit seiner Grafik, sondern auch mit den Spielmechaniken beeindruckt. Es gibt wirklich endlose Strategiemöglichkeiten. Spielt jetzt War Thunder kostenlos auf dem PC, auf der Xbox oder auch auf der PlayStation kostenlos mit meinem Link in der Videobeschreibung. Und für neue Spieler und Spieler, die mindestens 6 Monate nicht gespielt haben, gibt es auch noch ein richtig krasses Bonuspaket. Greift jetzt zu, solange das Angebot gilt, und wir sehen uns dann auf dem Schlachtfeld, Leute. Let's go! So, es geht weiter. Lukas musste uns hier leider verlassen. Wir gucken mal weiter. Ja, das Ding ist, ich sag's mal so, ich bin einfach der Hide-and-Seek-Meister. Viele von euch wissen das ja schon, aber für die, die es noch nicht wissen, Max, die werden es heute noch erfahren. Max, you can Amir. Talk the talk, aber ich walke den Walk. Amir, dich werde ich als nächstes finden. Und die Kuh macht heute immer noch Müll. Genau, Alphastein. In meinem Dorf, die meine Kuh macht. Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare. Versteht ihr Alphastein? Weil ich tue es nicht. Max, du hast gesagt, ich kann schnell 1000 Euro verdienen, aber dass ich mir das jetzt antun muss, ich glaube, ich gehe freiwillig. Ja, ich kann es verstehen. Aber wenn du gehst, dann hat Alphastein halt, ich sag mal, eine Konkurrenz weniger, ne? Okay, dann. Ente ist wieder da, Ente! Ente, raus aus dem Spiel!
ich geh! Ente schummelt! Ente, raus hier! Raus! So, warte mal, was ist denn das hier für ein Jump and Run, Leute? Wie kommen wir denn hier rüber überhaupt? Okay, mal gucken, wo die sich hier versteckt haben. Gut, wir gehen weiter. Also das ist hier auch echt eine krasse Hide-and-Seek-Map, Leute. Hier läuft jemand, da läuft jemand. Der ist zum Holzgen und läuft hier rum. Ah, was heißt, der wechselt wohl sein Versteck oder was? Das läuft er wieder rum. Ey, ich geh zurück, Ich nimm's zurück, Hier war doch niemand. Ich hab's mir nur ausgedacht. Aha, okay, wir gehen mal weiter. So, wofür kennt ihr schon so einen 31er, oder? Ja, nein, boah. Es gibt Regeln, es geht um 1000 Euro. Wir müssen ihn ausvoten. Wenn es um 1000 Euro geht, würde ich euch auch verraten. Ich würde niemanden verraten, Zwinker, Zwinker. Ja, Amir, wir alle wissen, dass du uns verraten würdest. Okay, wir gehen weiter. Ich will 1000 Euro, ich bin ab 100. Jetzt weiß man, welchen Skin Candy hat. Wieso? Wo sieht man das? Hä, woher weißt du das? Doch nicht. Doch nicht, egal. Das habe ich nicht verstanden. Aber warte mal, ich habe jetzt 3 Leute gefunden. Das heißt, es fehlen noch. Wie viel fehlen noch? 8 muss ich finden, oder? War das 8? Oha, ja. Ich muss mich ein bisschen anhalten. Ich muss sagen. Guck mal, wenn du jetzt aufgibst, musst du mir nur 500 Euro überweisen. Okay. Was war hier gerade? Mir nur 100. Hä, irgendwas hat sich hier gerade bewegt. Irgendwas habe ich gesehen. Hä? Das hast du dir nur eingebildet, Junge. Okay. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Geh bitte weiter. Hä, hier geht's doch gar nicht weiter. Warte mal, bin ich bei irgendjemandem von euch schon vorbeigelaufen? Nein. Nö. Und du hast schon ziemlich lange niemand mehr gefunden. Ja, das stimmt allerdings. Ich muss. Wie hast du das hinbekommen? Alter, krasses Versteck. Ich hab das Holz gesehen und dann dachte ich mir so, warte mal, Candy hat gesagt, jemand hat ein Holzskin. Also, warte mal, wegen Candy bin ich jetzt raus. SU, okay, du bist das raus. Jetzt Beef. Ey, das gibt jetzt Beef Candy. Ich komme mit zu dir nach Hause. Okay, zack. Und der das klopft an meiner Tür gerade. Ich glaube, SU ist bei mir. Das heißt, es fehlen jetzt nur noch 4 Paulberger. Okay, ich werde das gewinnen. Mag okay, Amir hier sehr. Armin hier sehr siegessicher. Boah, hier ist voll dunkel, Leute. Man sieht ja hier gar nichts. Max, wir haben oft Hide and Seek gegeneinander gespielt, auch in anderen Spielen. Ja, das stimmt. Weißt du, was ich gelernt habe? Was denn? Manchmal ist unauffällig. Manchmal sind Bummi-Versteck einfach die besten. Aha, okay. Das ist jetzt natürlich sehr interessant, was du hier sagst, ja. Gab so viele Haare. Ich hätte gerne eine Kuh, die Mumme. Alter, Alpha-Stein, wie schlecht kann man sein? Komm raus da hinten. Hast du ihn? Ja, einfach raus! Alpha-Stein, du bist raus! Verlass das Raumschiff! Nein! Nein, Alpha-Stein kriegt nicht das Geld. Okay, also Alpha-Stein haben wir auch gefunden. Das heißt, es fehlen nur noch 3 Leute. Jetzt lief es hier gerade richtig gut. Okay. Warte mal, wer fehlt noch? Amir, Candy und... Und Flauschi! Und Candy, lass das Geld teilen, wenn wir gewinnen. Ja, okay, einer von uns gewinnt. Okay. Wasser kriege ich halt zusammen, lass keinen hier rausschmeißen. So, ich muss jetzt hier gerade nochmal kurz ein bisschen meinen Trick 17 machen. Okay, wir gucken nochmal hier genau überall hin. Wo könnten wir was übersehen haben, Freunde? Warte mal, hier könnte ich was übersehen haben, merke ich gerade. Aha. Gib einfach auf, Primax. Nein. Ich bin in allen Räumen, Max. Ich bin überall durchgelaufen, glaube ich. Du warst nicht bei mir. Warst auch noch nicht bei mir. Warte, da war ich nicht. Okay, Leute, ich weiß, wo wir noch nicht waren und ich habe noch eine Idee, wo wir schauen können. Und zwar nämlich einmal bei diesen Gerüstdingern, wo man durchgehen kann. Okay, also bei Flauschi bin ich nicht mal vorbeigelaufen, hat sie gesagt. Ja, ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wo Flauschi sein könnte. Aber wir gucken jetzt hier einfach nochmal weiter. Leute. Oh, warte mal. Was ist das hier? Boah, das ist ja auch ein krasses Versteck. Aber war leider niemand drin gewesen. Es gibt hier natürlich sehr, sehr viele Verstecke hier in dieser Hide-and-Seek-Map, Freunde. Gut, wir gucken mal weiter. Hier waren wir gewesen, aber wo wir noch nicht waren, hier draußen. Ist hier zufälligerweise jemand hier außerhalb von dem Schiff? Nein. Okay. Nö. Gut. Darauf können wir uns ja sowieso jetzt nicht verlassen, was die Paulberger da sagen. Was? Ja, ihr habt richtig gehört. Das Problem ist für mich nur, ich habe hier gar keine Orientierung in diesem Schiff, weil das hier so groß ist. Also, ich weiß hier gar nicht, wo ich schon war und wo ich noch nicht war. Es geht auch nach oben und nach unten. Ach. Zumindest nach unten, das weiß ich. Nach unten? Es geht noch ein Keller hier, oder was? Nein. Ah, okay. Also, Flauschi ist wohl in einem Keller hier drin.
Mhm, mhm, na gut. Aber hör mal, Flauschi, was erzählst du da für Müll? Ich bin nicht im Keller. Oder zumindest gibt's einen Keller. Oh! Oh mein Gott! Mann, Marcel, ich hätte dich nur nicht vom Keller erzählt. Oh, Flauschi. Nee, aber Flauschi, das war nicht wegen, weil du mir vom Keller erzählt hast. Ich dachte gerade, es wäre eine Treppe, als du das gesagt hast. Ich hab nämlich, und zwar, Flauschi, guck mal, was da oben in der Ecke hängt. Aber sag nichts, sag nichts. Guck, was da hängt. Hey! Was hängt denn da? Was, guck, hängt, was da hängt und was hängt denn da? Das erzähle ich euch nicht, aber... Warum? Gemein, nein! Flauschi, es geht um 1000 Euro, Flauschi, bitte! Flauschi, du musst leider das Schiff verlassen. Ich tschüss! So, ja, Leute. Nur noch Ami und ich. Da schnappt die Falle hier langsam zu. Okay, wir gucken weiter, Freunde, wir gucken weiter. Wo waren wir noch nicht gewesen? Bin ich bei euch? Ich muss doch schon mal vorbeigelaufen sein hier, oder? Bei den beiden letzten? Ja, mir bist du vorbeigelaufen schon. Oh. Also Amir, Bestechungstaktiken werden hier nicht angenommen. Ey! Das war aber gut, oder? Das war ein gutes Angebot, aber ich nehme hier keine Bestechungen an. Alter, ey, das ist super schwer. Wo könnten denn sich denn die beiden letzten hier aufhalten? Warte mal, da vielleicht? Das wäre natürlich jetzt hier auch sehr krass. Aber überleg mal, wenn Candy gewinnt, wie lange du das anhören musst, Alter. Das stimmt allerdings. Immer. Aber ich spiele hier fair, Leute. Ich will natürlich... Kann man irgendwie hier in diesen Raum noch rein? Das kann doch nicht sein. Der ist hier abgeschlossen. Es muss doch irgendwo einen Weg da reingeben, oder nicht? Gibt es hier irgendwie so geheime Bücherregale, die man hier aktivieren muss? Keine Ahnung, Freunde. Wir gucken weiter, wir gucken weiter. Ey, Leute, wir müssen doch jetzt mal rausfinden, wo die letzten beiden sich befinden. Habt ihr eine Idee, wo die sein könnten? Hier, dieses Riesen... Wart ihr bei diesem Riesen-Jump-and-Run-Ding eventuell? Warte mal, wir gehen da mal runter. Nö. Guck mal hier ganz unten. Das wäre natürlich ganz eklig, wenn hier unten jemand bei diesem Jump'n'Run steht. Ja, Armin macht hier irgendwie so komische Andeutungen, verdächtige Geräusche hier. Aber ich sehe hier zumindest mal keinen. Oh, oh mein Gott! Nein! Nein! Was? Alter, ich hab Armin gefunden. Und er hat meinen Skin reingemacht. Ja, aber das ist eklig. Das ist richtig eklig hier unten. Also, das Ding ist, Candy hat an sich jetzt schon gewonnen. Aber wir müssen natürlich jetzt noch finden oder herausfinden, wo Candy ist. Wir gehen mal wieder nach oben. Okay, Leute, ich bin jetzt hier gerade noch mal an meiner Spawn-Taktik. Das Ding ist, Leute, ich habe jetzt nur noch 3-4 Minuten Zeit, um Candy zu finden. Ansonsten gewinnt er nämlich, Leute, weil wir haben nur 20 Minuten Zeit. Wir müssen jetzt hier noch mal ein bisschen unsere Special-Taktik aktivieren und herausfinden, wo Candy sich befindet, Leute. Alter, hier muss doch irgendwo was sein. Irgendwas müssen wir übersehen haben. Bin ich überhaupt schon mal bei dir vorbeigelaufen, Candy? Na klar, mehrmals. Ah, was? Mehrmals sogar? Oh mein Gott. Ich sag mal so, überleg doch mal, wen ich verraten habe. SU. Stimmt, Leute, das ist eigentlich voll doof. 1000 Euro krieg ich. Hab ich die schon? Krieg ich die safe? Mann, das ist voll doof, Leute. Stimmt, er konnte ja SU verraten. Das heißt, er muss eigentlich bei SU da in der Nähe gewesen sein. Okay, Leute, das heißt, wir müssen noch mal da an den Ort hin, wo wir SU gefunden haben. Danke, Max. Hättest du ihn direkt gefunden, hätte ich gewonnen. Hey, Amir, gönn doch. Gönn ich doch, gönn Candy gar nichts. Warte mal, jetzt ist natürlich nur die Frage, wo waren das, wo wir SU gefunden haben, Leute? Das Raumschiff ist zu groß. Die Zeit läuft. Die Zeit läuft ab. Ich will Candy keine 1000 Dollar zahlen. Ich schick dir schon mal meinen PayPal. Nein, Leute. Warte mal, hier um die Ecke war das, glaube ich. Hier haben wir, glaube ich, SU gefunden, hier unten. Du kannst auch einen Paulberger Limo zahlen. Okay. Von mir aus. Hier haben wir SU. Oh, warte mal, ich habe eine... oh mein Gott, ich weiß, wo er sein könnte. Ich habe eine Idee. Er hat sich unter eine Klappe gemacht! Ey, oh mein Gott, mit Alpha-Stein-Skin. Ey, gerade eben ist mir das eingefallen mit den Klappen hier, dass man sich ja da so drunter klitschen kann. Oh mein Gott, aber damit, Candy, hast du gewonnen. 1000 Euro. Gehen nicht an dich. Das war ein Prank, weil ich hab dich doch schneller gefunden. Ich hab alle gefunden. Aber Leute, warte mal. Kommt mal alle zum Spawn. Ich muss euch mal was zeigen. Oh mein Gott, Leute. Wir haben alle so hops genommen. Aber wie? Digga, meins war perfekt. Fast 1000 Euro. Leute. Falls ihr euch fragt, warum ich euch alle so schnell gefunden hab. Ja, ich sag mal so. Das war ein kleiner Prank. Und zwar guckt mal, was da oben hängt in der Ecke. An dieser Stelle natürlich noch ein großes Dankeschön an Warfunder für die Unterstützung. Und wenn
Wenn ihr jetzt selbst ins Gefecht einsteigen wollt, dann klickt jetzt den Link in der Videobeschreibung. Denn Leute, ihr wisst Bescheid, ein gratis Bonuspaket wartet dort auf euch. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Let's go. Das ganze Raumschiff war mit Kameras ausgestattet. Marc, lächelt mal, lächelt mal alle für die Kamera. Hey, Junge. Marc, ich habe mir das selber schon mal gemacht. Ich hab's nicht gesehen. Let's go, Leute. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crimex. Hallo, Marc.